Moin Leute, der Capo hier. Hallo. 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 Ja, heute mal ganz entspannt vom Strand. Und wenn ihr euch fragt, warum hat der am Strand noch eine Mütze auf? Zum einen bin ich ein absoluter Frostköttel und zum anderen müsste ich mir meinen Kopf mal wieder rasieren. Ich sehe nämlich aus wie ein gerupftes Huhn. Aber das tut hier nichts zur Sache. Aber wo wir schon bei Geständnissen sind, ich bin eine faule Sau. In der Tat. Okay, faul ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich versuche mir meine Arbeit am Rechner immer so angenehm wie möglich zu machen, meine Arbeitszeiten irgendwie zu verkürzen. Und das geht natürlich sehr gut mit künstlicher Intelligenz. Ja, die Frage steht im Raum, wird künstliche Intelligenz irgendwann mal den Menschen ersetzen? Kann ich nicht beantworten. Bis es soweit ist, lasse ich künstliche Intelligenz aber für mich arbeiten. Und eine Sache ist ja eh klar. Es wird irgendwann mal dazu kommen, dass der Döner den Menschen ersetzen wird. Ja, irgendwann dreht der Döner den Spieß um. Aber wie gesagt, bis es soweit ist, lasse ich ihn für mich arbeiten. Und zwar mit einer Chrome-Extension. Die schauen wir uns mal an. Um an das Tool zu kommen, müsst ihr vorher ein paar Schritte machen. Die sind aber ganz einfach und auch alle kostenlos, keine Angst. Zuallererst braucht ihr den Google Chrome Browser, der ist Pflicht. Einfach hier runterladen, installieren. Danach braucht ihr einen ChatGPT-Zugang. Auch einfach ChatGPT anmelden mit der E-Mail-Adresse. Der kostenlose Account reicht hier völlig hin. Und jetzt oben bei euch im Chrome Browser auf Fenster gehen. Erweiterungen. Das sind die Extensions für Google Chrome. Da habe ich schon so ein paar. Dann hier oben einfach nur auf die drei Striche. Und dann ganz versteckt hier öffnet sich der Google Chrome Web Store. Da sucht ihr jetzt einfach nach AIPRM. AIPRM. Da ist das gute Stück auch schon. Einmal draufklicken und jetzt könnt ihr hier oben installieren. Ich habe es schon installiert, deswegen kann ich es nur entfernen. Ja, wenn ihr das dann installiert habt, einmal draufklicken, dann ist das Ding auch schon bei Google Chrome mit drin. Findet ihr dann bei euch hier in den Erweiterungen. Ne? Hier habe ich schon ein paar drin. Hier ist AIPRM for ChatGPT. Bei mir gerade noch deaktiviert, weil was das Ding macht, ist hier bei ChatGPT, das ist ja euer normales Fenster, wo ihr euren Befehl unten eingeben könnt, die Erweiterung erweitert das Ding quasi. Und zwar so, wenn ich jetzt hier mal aktiviere, dass wenn ihr hier jetzt euer ChatGPT aufmacht, bang, habt ihr die ganze Magic. Hackerman. Vielleicht müsst ihr euch bei diesem AI-PRM noch mit eurer E-Mail-Adresse registrieren. Kann sein, dass ich das vergessen habe, ist schon so ein bisschen her, dass ich das Ding drauf habe, aber sollte ja auch kein Problem sein. So, und wie kann ich dieses Tool, diese Extension jetzt für mich arbeiten lassen? Ganz einfach. Der hat hier 2854 Prompts, also Jobs quasi, die ihr vergeben könnt. Jetzt schon, da kommen täglich neue dazu. Es gibt verschiedene Themenbereiche. Du kannst dieses Tool benutzen für Copywriting, Marketing, SEO, Software Engineering, was auch immer. Also da ist wirklich eine Menge abgedeckt. Und ich für meinen Teil würde jetzt mal anfangen mit Bilder-KIs, also mit Midjourney oder Leonardo. Gucke mal, was das Ding da für mich machen kann. Dazu gehe ich einfach nur mal hier in das Suchfeld und gebe mal ein Midjourney. So, jetzt hat er mir schon 39 verschiedene Prompts oder Jobs ausgespuckt, die ich mit Midjourney quasi benutzen kann. Man sieht schon, wenn man hier scrollt, Midjourney Prompt Generator, V5 Prompts in 6 verschiedenen Styles, Fotografie-like, AI Photo Art on First Attempt, was auch immer, Highly Detailed Midjourney Prompt, also hier ist einiges los. Wir nehmen gleich mal den ersten, klicken wir drauf. Jetzt steht hier auch Midjourney Prompt Generator bei Kenny, der hat das Ding wohl programmiert. Output in Englisch, ja bitte, weil wir brauchen bei Midjourney Englisch. Tone, Emotional oder Default, ich lasse mal auf Default. Man könnte hier upgraden für verschiedene andere Tones noch. Und der Schreibstil, Default oder Poetisch, auch hier könnten wir upgraden für mehr. Kann man gerne mal irgendwie ein Probeabo machen, mal gucken, was da noch so geht. Ich für meinen Teil bleibe kostenlos erstmal. So, jetzt lasse ich mir einen süßen Hamster kreieren. Wer meine Videos sieht, weiß, ich habe eine kleine Hamsterphobie. Also nicht wirklich, wir haben einen Hamster hier zu Hause. So, a cute Hamster, ich feuere das ganze Ding mal ab. Und jetzt passiert die Magic. Ich kriege einen Prompt. Another one. Ich krieg noch einen Prompt. Another one. Noch einen Prompt. Another one. Noch einen Prompt. And another one. So, 4 verschiedene Prompts hat er mir jetzt hier schon ausgespuckt. Sehr schön. Komm, wir nehmen gleich einen und hauen den mal in Midjourney rein. Einmal nur kopieren. Midjourney und dann feuern wir das Ding mal ab. Und da sind auch schon meine Hamster. Die sehen doch alle ganz süß aus. Ja, tatsächlich. Also 4 verschiedene Prompts. Gefällt mir schon mal gut. Vielleicht will ich später mit denen weiterarbeiten. Und dann lasse ich den Chat hier einfach offen und mache einen neuen Chat. Dann komme ich wieder in mein Hauptmenü. Ne? Und dann habe ich hier wieder meine ganzen Jobs, die ich quasi machen kann. Wir nehmen nochmal ein. Midjourney V5 Prompts, 6 verschiedene Styles. Einmal draufklicken. Dann seht ihr, ne? Ist ausgewählt. Und jetzt nehmen wir mal Ugly Guy Sitting on a Cat. Einfach mal irgendwas Beklopptes. Ein Prompt, 2 Prompts, 3 Prompts.
und so weiter und so weiter. Und wie versprochen hat er mir 6 Prompts ausgespuckt. Den Chat hat er auch gleich umbenannt in Ugly Guy on Cat. So weiß ich immer, da könnte ich im Prinzip weiterarbeiten. Ne? Komm, wir kopieren den einmal hier. Ich will mal sehen, wie ein hässlicher Typ auf einer Katze aussieht. Ja, und das hat er mir im Van Gogh-Style ausgespuckt. Und okay, seine Vorstellungskraft ist wahrscheinlich nicht groß genug. Ich kann mir aber auch nicht vorstellen, wie ein hässlicher Typ auf einer Katze sitzt. Insofern hat das hier nicht so funktioniert, aber ihr wisst, wo es hingehen soll. 6 verschiedene Prompts ausgespuckt worden, alle verschieden. Damit kann man schön mal rumprobieren. Neuer Chat. Und jetzt könnten wir hier nochmal gucken, was gibt es denn hier noch. Lass uns vielleicht nochmal einen ganz kurz ausprobieren. 3D-Charakter. Ja, komm. 3D-Charakter. Nochmal Acute Hamster. So, da spuckt er dann auch schon den Prompt aus. Hier hat er mir jetzt zum Beispiel noch kein Imagine mit davor geklemmt. Na, da müsst ihr halt mal ein bisschen rumprobieren, welche Jobs, nenne ich das Ganze mal, sind da tatsächlich gut für euch, welche nicht. Schauen wir uns den auch noch kurz an. Ja Leute, und jetzt mal Butter bei der Fische. Ich habe irgendwie 2-mal geklickt und 3 Worte eingegeben und kriege hier so süße Hamster ausgespuckt. Also das Tool lässt dich wirklich ganz entspannt arbeiten. Ja, und was das Ding sonst so kann, das schauen wir uns gleich mal an. Nur kurz zwischendurch, falls euch das Video bis hierher gefällt, lasst mir doch einen Daumen nach oben da oder vielleicht sogar ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Meine Chicken Nuggets verbrennen! Also nochmal rein zu ChatGPT und AIPRM. Geiler Name. Jetzt habe ich das mal alles resettet und nehmen wir mal an, ihr habt eine Webseite oder ihr schreibt Blogartikel. Dann könnt ihr euch natürlich von ChatGPT auch schöne Texte schreiben lassen. Aber die sind halt meistens einfach nur Text, keine großen Überschriften, keine Kapitel oder irgendwas. Und dann drücke ich einfach mal hier drauf, Human Written, 100% Unique SEO Optimized Artikel. Was er jetzt macht, ist, wir nehmen uns hier die deutsche Sprache und lass uns mal einen Artikel schreiben über Hamster. Vielleicht habt ihr eine Webseite, wo ihr Hamsterkäfige verkauft oder ihr schreibt Blogartikel über Haustiere, was auch immer. In Deutsch bitte alles in Default und Hamster. Jetzt mache ich mal Enter und jetzt geht die Magie hier wirklich unglaublich los. Alles, was ihr über Hamster wissen müssen, jetzt schreibt er uns einen Artikel über Hamster. Aber nicht nur einfach einen Artikel. Er macht Überschriften, Hauptüberschriften, Unterüberschriften, klamüsert die ganze Hamstergeschichte so auf, dass wirklich kaum noch Fragen überbleiben, strukturiert das halt wirklich sehr schön. So könnte ich das tatsächlich copy-pasten in meinen Webseitenartikel oder in meinen Blogartikel. Ihr seht schon, alles sehr übersichtlich. Weil das Ganze ein bisschen länger dauert, spule ich mal so ein bisschen vor. Ne, er nimmt hier auf jeden Fall schon mal die verschiedenen Arten von Hamster, die es gibt. Ich wusste nicht, dass es dsungarische Zwerghamster gibt. Dann geht es über die Pflege von Hamstern, Käfig und Ausstattung, solche Geschichten. Falls er euch, bei euch dann stoppt, ne, hier hat er bei mir Ernährung gestoppt, einfach auf Continue drücken, dann geht es da auch weiter. Hier lernen wir über die Verhaltensweisen und Merkmalen von Hamster, Schlafmuster, Sozialverhalten, Kletterfähigkeit, Nestbau etc. Ein kleines Fazit dazwischen, häufig gestellte Fragen und die Antworten darauf. Nochmal ein kleines Fazit und noch ein paar zusätzliche Informationen. Also einfacher geht es wirklich nicht, sich einen Webseitenartikel oder Blogartikel schreiben zu lassen. Ja, und nicht nur Webseiten oder Blogartikel schreibt dir das Ding. Nee, ganze Bücher kannst du dir schreiben lassen. Wenn ich ihm sage, schreib mir mal ein Buch, dann ist die einzige Antwort: Ist aber nicht Vormittag fertig, das sage ich dir jetzt schon mal. Und bis zum Mittag müssen wir dann nicht mal warten. Alles, was wir machen müssen, wir gehen wieder rein, ChatGPT. Und ich sehe schon auf der Homepage, Write a complete book in one click. Gibt es wahrscheinlich noch andere Jobs, die das quasi hier machen. Wir nehmen einfach mal den Deutsch und ich möchte eine Geschichte über einen Hamster und einen Hasen. Hamster und Hase. Los geht's. Der Buchtitel Hamster und Hase. Eine ungewöhnliche Freundschaft. Jetzt fängt er auch schon an mit Kapiteln. Wir wissen also jetzt schon, was uns erwartet. Wir kriegen hier 10, 12, 14, 15 Kapitel. Ja, tatsächlich mit wahrscheinlich einem Spannungsbogen. Ist natürlich jetzt Hamster und Hase eine Kindergeschichte, aber er schreibt mir jetzt ein ganzes Buch mit einer kleinen Introduction, eine kleine Einleitung. Sollte man sich natürlich erstmal durchlesen, bevor man vielleicht damit an die Weltöffentlichkeit geht. Vielleicht das Ganze auch so ein bisschen umschreiben, ein paar Passagen oder ein paar Worte. Aber du hast auf jeden Fall schon mal mindestens ein richtig gutes Gerüst für ein komplettes Buch. Ja, aber Kapu, was soll ich denn jetzt mit so einem Kinderbuch? Naja, ganz einfach. Du könntest dich zum Beispiel bei KDP anmelden, Amazon, Kindle Direct Publishing. Und dann kannst du deine Skripte und deine Cover hochladen, also dein Buch hochladen. Und dann lässt Amazon das drucken, wenn jemand das haben möchte. Ich möchte nicht zu sehr ins Detail gehen. Das muss man sich alles mal ein bisschen genauer angucken. Aber es ist auch eine kostenlose Variante, Geld zu verdienen, indem man tatsächlich Bücher herstellt. Ne? Ich habe mich da schon vor längerer Zeit mal angemeldet und habe einfach nur ja quasi Blöcke
ohne Inhalt. Ne? No Content heißt das Ganze. Mittlerweile, weiß ich, 2000 Bücher oben oder so. No Content verkauft sich natürlich nicht so gut. Sind ja nur Blöcke ohne Inhalt. Ich habe aber auch so ein, zwei Achtsamkeitsbücher gemacht für Kinder, die sich immer mal wieder ein bisschen verkaufen. Und wenn dir ChatGPT quasi ganze Bücher ausspucken kann, dann könntest du diese Bücher natürlich auch, ich komme mal wieder rein, dann könntest du diese Bücher natürlich auch mit Bildern untermalen. Ne? Also du kannst die Geschichten nehmen und auf der linken Seite Kapitel, Text und rechts vielleicht ein schönes Bild dazu, dass du dir von einer Midjourney oder Leonardo-Geschichte ausspucken lässt. Also der Kreativität, es sind da keine Grenzen gesetzt. Man muss halt ein bisschen fleißig sein. Man muss sich das Ganze mal ein bisschen angucken. Aber ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass es schön sein kann, Kinderbücher zu gestalten. Selbst wenn ich die nicht geschrieben habe. Ich kann die ja ein bisschen umschreiben, kann schöne Bilder dazu machen. Warum nicht? Das ist auch wieder ein bisschen Mehrwert, den man den Leuten gibt. Und ob jetzt eine KI das Ding geschrieben hat oder ein Mensch, wenn das bei den Kindern gut ankommt und die Geschichte ist schön, who cares? Und auch der Text, den ich hier gerade spreche, den habe ich mir von der künstlichen Intelligenz schreiben lassen. Sie fragen sich, ob die Geschichte wahr ist. Ich muss Sie enttäuschen, Sie liegen daneben. Sie ist frei erfunden. Nee, habe ich natürlich nicht. Aber du kannst dir sogar Skripte für YouTube-Videos oder für Videos allgemein schreiben lassen von ChatGPT. Funktioniert wunderbar. Unterm Strich nehmt euch diese Extension aber auf jeden Fall ein bisschen Arbeit ab. Habt ein bisschen mehr Zeit, vielleicht für das ein oder andere Bier. Ich nehme 10. Ja, und wie das Ganze weitergeht mit ChatGPT und künstlicher Intelligenz, steht noch ein bisschen in Sternen. Manche Länder regulieren ja jetzt schon. Auch Elon Musk und andere Leute, die haben gesagt, dass das ja so irgendwie nicht weitergehen kann. Da habe ich mal ein witziges Video gemacht, das solltet ihr euch auf jeden Fall mal antun. Ja, es bleibt weiter spannend. Mir bleibt nichts zu sagen, außer danke fürs Vorbeischauen. Bleibt gesund, bleibt stabil. Euer Capo.